Servus, herzlich willkommen zum neuesten Video, der Vlog 142. Heute ist bei uns Feiertag, was ich ja auf die unschöne Variante erfahren musste. Ich habe einfach nicht mehr auf den Kalender geschaut. Bin dann heute früh um 4 raus, bin dann zur Frühschicht in die Klinik einmarschiert. Alle mit großen Augen so, ey, du hast doch heute frei. Sag ich, wieso? Feier doch. Katholische Gegend, feier doch. Bin ich gar nicht gewohnt. Vorher habe ich evangelischen Gebiet gewohnt. Tja, dann nutzen wir das doch und machen ein bisschen Aufgaben, die ein bisschen so liegen bleiben. Zum Beispiel auch mal unseren Wolfschutzzaun nachspannen. Wer noch nicht kennt, wir haben so einen 5-litzigen Wolfschutzzaun. Das ist das Festzaun mit 5x Stahldrahtlitze und die arbeitet natürlich bei Temperaturschwankungen. Aktuell ist sie ziemlich ausgedehnt, weil es halt immer sehr heiß ist. Ist aber auch nicht gut, wenn sie ausgedehnt ist, weil dann hängt sie durch und hat wenig Stabilität. Deswegen fahre ich da jetzt mal hin, hab da so einen komischen Hebel dabei, den ich da einsetze, einmal nachspannen und wieder sicher. Und das mache ich heute bei den Jungtieren. Das ist bei der Fersenweide. Jetzt habe ich bloß gerade gesehen, dass wir da noch eine Litze haben, die aus den Mobilpfosten ausgehängt ist. Macht aber gar nichts, denn in unserem Weidemobil habe ich immer alles dabei, was man Werkzeug braucht. Und da hängen wir uns das mal schnell ein. Obwohl, wir haben ja eh einen Strom weg. Da brauche ich ja kein Werkzeug. Ich habe ja eh einen Strom ausgeschaltet schon. Ach Gott. Ja, ich bin auch noch nicht richtig da. Vielleicht hätte ich heute den Tag einfach mal nutzen sollen, um so ein, zwei Stündchen länger zu schlafen. Denkste, wieder nix. So, da haben wir keinen Strom mehr drauf. Da ist ausgehängt, also wahrscheinlich Reh oder sonst irgendwas wieder durch. Oder unsere Damen, wenn sie mit den Hörnern hängen bleiben, wenn sie unter den Zaun durchfressen. Aber das ist ja alles kein Weltuntergang. Das ist ja wieder schnell erledigt. So, fertig, passt, alles schick. Deswegen auch einmal täglich die Weidezaunkontrolle. Ich fahre alle Weiden einmal am Tag außenrum ab. Hab, wie gesagt, auch immer alles an Werkzeug dabei, um Strom abzuschalten, um was zu reparieren, Ersatzpfosten, Ersatzlitze, Strommessgerät, Zangen, dass man zur Not auch am Strom für den Zaun arbeiten kann. Jo, da fahren wir jetzt mal nahe und dann ziehen wir mal die Zaunfelder, die da drin sind. Wieder ein bisschen Aufspannung. So, ich zeige euch mal schnell, was ich da meine. Und zwar alle Zaunspannfelder sind mit einem Schloss ausgestattet. Darauf wird der Draht aufgewickelt, das heißt gespannt. Zum Ausgleich gibt es da eine Feder, die sich dann dementsprechend auseinander oder zusammenzieht, je nachdem, dass der Draht eben nicht reißt bei Temperaturschwankungen. Aber wie man so sieht, ist das Ganze, sieht man es? Ich denke, man müsste es sehen. Es ist wie ein sehr wabbelig und labbrig und man sieht es, da ist keine große Stabilität in dem Zaun drin. Da vorne hängt es sogar schon durch, also da spannen wir jetzt mal nach. Das Spannen geht, das ist die günstige Variante, mit so einem Zweihändergriff, den man dann in das Schloss einführt, da dann die Arretierung rausmacht, den Bügel, spannt, das Ganze auf Spannung hält, das Gesicht wegnimmt, bevor der Bügel einmal ins Gesicht schnellst und dann versucht den Bügel wieder reinzumachen, den Arretierungsbügel. Das gäbe es noch als gute Variante, die natürlich etwas kostspieliger ist, dass man es mit einer Hand machen kann, indem man quasi das Gerät einhängt, werde ich wohl mir mal zulegen. Das glaube ich macht Sinn, weil so ist es erstmal echt mühsam und auch gefährlich. Wenn du ins Gesicht schnellst, nicht so schön. So, jetzt schauen wir mal, der letzte ist da oben, zu dem gehen wir jetzt mal vor, dann haben wir den Fünfer schon mal gespannt. Wir können dann zum nächsten weiterfahren. Und so mache ich jetzt einmal Reihe um. Das ist keine große Arbeit. Man sieht jetzt bloß, dass es halt schon länger nicht mehr gemacht worden ist und sich der Draht schön gelenkt hat. Klar, da ist auch Zug drauf. Wärme, Metall sehen sich. Und das sieht man halt so richtig schön, wie das Zeug da umeinander baumelt. Da ist keine Spannung und nichts drauf. Ne? So, besser. Aber jede Wette, dass ich das Ding irgendwann mal im Gesicht habe. Also ich warte eigentlich bloß auf den Tag, wo das mal passiert. Ne?
So, dann ziehen wir mal zum nächsten weiter. Dienstag nach Feierabend im Hauptjob und es ist so mit der Hofsuche, ich werde immer gefragt, wie schaut es mit der Hofsuche aus, jetzt aktuell nichts in Sicht, was irgendwie unser Ziel verwirklicht, aber im Hauptjob, denn ich werde es wohl, so wie es ausschaut, endlich schaffen, aus der Pflege rauszukommen und dann etwas mehr Lebensqualität zu haben. Stimmt mich schon wieder positiv, gibt mir wieder neue Energie, volle Kraft voraus. Tjo, was mache ich heute? Rinder füttern, Wasser fahren. Es ist immer noch heiß, immer noch trocken, kein Niederschlag in Sicht. Kennt ihr ja, das kennt ihr ja. Das ist ja jede Woche die gleiche Leier. Ich bin aktuell dran, dass ich die Rundraufe, die ich unten habe, die jetzt so Metallbügel, und dadurch haben wir schon Tier verloren, dass ich da drin quasi verheddert hatte und dann mit dem Fuß hängen geblieben ist, sich den Fuß abgebrochen hat. Wilde Geschichte, unschöne Geschichte, habe ich ja erzählt gehabt und deswegen möchte ich da diese Bügel zumachen. Am besten, man nennt es glaube ich Stahlwellengitter. Jetzt versuche ich gerade eine kleinere Menge davon herzukriegen, was gar nicht so einfach ist. Denn der Stahlhändler aktuell hat bloß große Platten mit 6 Quadratmeter, die brauche ich nicht. Und der Stahlpreis aktuell sagt mir auch, 6 Quadratmeter mir einfach da herzulegen und ich brauche es nie wieder, auf keinen Fall. Jetzt versuche ich gerade alle kleinen Metall- und Schweißbetriebe in der Umgebung anzutelefonieren. Aber da kriegt man keiner ans Telefon. Schade, hätte ich mal gerne noch was geholt. Dann könnte man da die Raufe noch sicher schweißen, denn ich wollte die Woche auch noch, wenn es vielleicht ein bisschen kühler wird zum Ende der Woche, die drei jungen Damen von der Mutterkuhherde runterziehen zur Jungviehgruppe. Nicht, dass die zu früh belegt werden. Ja, schauen wir mal, bleibt interessant. Jetzt füttern wir erst einmal die Muttergruppe und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht noch irgendeinen Metallbaubetrieb in der Umgebung telefonisch erreichen kann. Servus, heute am Mittwoch. Heute ist wieder abends Hauers Welt angesagt, aber jetzt am späten Nachmittag baue ich noch schnell am Polaris die Teile dran, die mir fehlen. Denn wie ihr bestimmt gesehen habt, beim Polaris and Friends Video, beim Hauer on Tour, ich habe den Polaris Ranger ja auf dem Treffen etwas unsanft auf die Seite gelegt. Dadurch haben wir ein paar kleine Defekte erlitten. Das heißt, hier fehlt unser Spiegel. Und da haben wir eine kaputte Rückleuchte. Sonst ist es natürlich alles heil geblieben. Was uns dann aber noch aufgefallen ist, das war jetzt aber nicht mit dem Sturz verbunden, die Pumpe für die Scheibenwaschdüse hat den Geist aufgegeben. Heute habe ich dann von der Firma Bader endlich die Ersatzteile bekommen. Da mal die Pumpe für vorne, die müssen wir dann einbauen. Das ist mit dem ganzen Behälter, also das gibt es nur als Einheit. Und dann haben sie mir Spiegel geschickt, das sind jetzt aber irgendwie zwei. Wahrscheinlich schön weise Voraussicht, falls ich mal wieder einen kaputt mache. Also den können wir dann anbauen, überhaupt kein Stress. Und hier haben wir noch die Rücklichteinheit. Also ich denke, das wird das schnellste sein. Mit dem können wir dann auch gleich anfangen. Das ist hinten mit zwei Schrauben fixiert. Das können wir dann ganz einfach lösen. Und da einfach dran schrauben. So, dann lösen wir jetzt einfach mal die Schrauben. Schlüssel ganz blöd hin an die obere. Dann kommt jetzt mit dem Ringschlüssel. So. Das muss natürlich einfacher. Das kriegen wir so auch. Und einmal den unteren. Stecken. Vorsichtig, dass das Kabel nicht abtrennt. Stecker lösen. Wasserdichte Verbindung. Kabel.
So, da haben wir die ganze Einheit draußen. Schutzfolie ab. Oh, schick, schick, schick. Jungfräulich. Schön, wie es glänzt. Wird halt bloß nicht langsam ausschauen. Einmal da dran. Zack, Stecker rein. Reingesteckt. Und dann einmal die Schrauben. So, passt. Fest. Schick, schick. Schaden behoben. Einmal frei. Gar keine große Zauberei. Dann tun wir das andere Zeug weg. Gucken wir noch mal, ob wir den Spiegel noch festkriegen. Sollte gelacht sein. So, Spiegel noch festmachen. Dazu schauen wir einfach mal, welche Seite das jetzt welcher ist oder ob das zwei gleiche sind. Weiß ich es nicht. Vielleicht kann man es anhand der Teile nochmal irgendwie rauskriegen. Mirosat A46TR. Das sind dieselben Teile. Zwei Stück. Okay, packen wir es mal aus, ob wir da was drin. Wo ist da der Unterschied? Das ist einmal der Spiegel rechts. Und nochmal der Spiegel rechts. Aber ich denke, den kann man drehen. Ich denke, das ist universell. Den haben wir jetzt auf rechts montiert. Ich denke, ja, den kann man auch drehen. Nur etwas umschrauben. Und abstecken. Dann mal schnell einen Torx-Schraubenzieher holen. Dann machen wir den einmal zur Seite. Torx-Schraubenzieher. Das ist schon für beide Seiten gedacht. Genau. Und dann haben wir plötzlich den linken Spiegel. Okay, cool. Denkfehler von mir. Aber zwei Spiegel, da gab es wahrscheinlich auch nur im Kombi. Aber vielleicht passiert ja wieder ein Missgeschick. Und dann bin ich dankbar, wenn ich noch einen rumliegen habe. Ne? So, wie sieht es denn hier aus? Was können wir da noch tun? Jetzt den Motor wieder unten zum Kontern. Und kurz reinfuchsen. Jo. Gut, das ist die Tülle, die wir vorher montieren. Motor. Wie kann ich das hier irgendwie. Den Arm kann man den nicht bewegen? Den muss man irgendwie bewegen können, euch. Echt jetzt nicht? Echt jetzt nicht? Oh, da hab ich bewegen können. Quatsch nicht. Okay, so. Ja, hab's raus. So ist das Patent. Dann schrauben wir das immer so dran. Wie gesagt, wirklich echt eine Kleinigkeit. Denn es ist schon sehr stabil, das Fahrzeug. Muss man schon sagen. Es war jetzt nicht langsam, wie wir da um die Kurve gefahren sind und einmal gekentert sind. Aber. Fest anziehen. Dann brauche ich meinen Ratschenschlüssel auf Größe 17. So, jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Das ist am Ende der 19er Schlüssel. Ne, 17. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht.
So, schick, passt. So, dann schauen wir uns nochmal den Spritzwasserbehälter an mit der Pumpe. Das ist auch. Jo, der war da auch mit Torx-Schrauben drin. Das ist zum Glück alles echt zugänglich verbaut von Polaris. Also erstmal Lob an die Konstrukteure. Finde ich schon ziemlich geil. Alles clever gelöst, alles sofort instant austauschbar. So, jetzt müssen wir da natürlich den Tank irgendwie raushebeln. So viel zum Thema zugänglich, ne? Ne, das geht aber, cool. Coole Sache, Stecker ab. Dann haben wir jetzt einen Stecker dran. Mal gucken, wie wir den abkriegen. Dann können wir den da auch abmachen. Jetzt müssen wir da rein. Zack, Stecker ab. Und da unten jetzt noch den Schlauch abziehen. Da muss wirklich auslaufen sonst. Das ist Cap. Dann ziehen wir es. So. Gut, dann das Ganze jetzt mit dem neuen Behälter zurückfüllen. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht gleich mal umfüllen. Braucht man ja eh hauptsächlich im Winter, gerade wenn man Schnee räumt mit dem Teil und da Salz drauf ist. So, jetzt werden wir das mal wieder umbauen. Da ist der Schlauch drauf. Das ist mir aber ein bisschen zu lasch. Da machen wir noch zusätzliche Kabelbinder. Denn wenn das ausläuft, wäre halt ärgerlich, muss man jetzt mal das Ding rausbauen. So, und du setzt den Kabelbinder drauf, dann rutscht es auf keinen Fall darunter. Da hätte ich vielleicht auch werkseitig irgendwie was überlegt, aber ist halt so. So, schick. Schick, schick. Dann bauen wir den wieder zurück. Halt, erst müssen wir noch den Stecker drauf bauen. Dann müssen wir richtig rum einbauen. Okay, der ist leicht anders vom Stecker her, aber er passt trotzdem. Also setzen wir das Teil mal rein. Gut, machen wir zwei Schräubchen rein. So, kurzer Check, ob das jetzt funktioniert. Jawohl, ein Traum. Wenn es mit der Landwirtschaft nichts mehr ist, fange ich als Monteur bei Polaris an. Cool. So, dann ist der Polaris Ranger auch wieder tipptopp. Einwandfrei. Und dann kann ich gleich mal die heutige Weiderunde fahren, denn ich müsste dann langsam Abendessen und dann den Rechner anschmeißen, dass wir um 20.30 Uhr wieder bei Hauers Wild streamen können. Den könnt ihr übrigens nachschauen, den Stream, wenn ihr es nicht schafft, weil Mittwochabend sagt ihr um die Zeit, um Gottes Willen, ich habe Besseres zu tun, als dir zuzugucken oder zuzuhören. Überhaupt kein Problem. Hier oben ist die Playlist und da findet ihr alle bereits gesendeten Folgen. Die könnt ihr einfach nachhören, nachgucken, wie ihr wollt, wunderbar. Und lasst einen Kommentar da, wie ihr es findet. Und es werden noch sehr viele weitere interessante Gäste kommen. Das Jahr ist noch lang. Gerade dann, wenn in der dunklen Jahreszeit, Herbst, Wintersaison, wenn wieder etwas mehr Zeit ist, ist es auch einfacher, die ganzen großen Farmvlogger und YouTuber einfach mal terminlich auf einen Nenner zu kriegen und den Mittwochabend bei mir live in der Show zu sein. Heute früh hat es mal nicht missbaren Niederschlag gegeben. Es hat kurz geregnet. Danach wurde es wieder brütend heiß. Jetzt sind wir über knapp 30 Grad und es ist wieder alles verdunstet. Ist ja egal, kennen wir schon. Kennen wir gar nicht mehr anders. Ich habe jetzt meine Steier angelassen, denn weil dieses Jahr einfach nichts auf den Flächen zu machen ist und ich wahnsinnig gerne Schlepper fahre,
habe ich mich angeboten beim Nachbarn. Ein Feld, was er jetzt abgedroschen hat, aber tritt die Kahle drauf. Einmal die Stoppel umzureißen. Und das würde ich jetzt gern machen. Da schnalle ich mir wieder den kleinen Köckerling-Grubber dran an den Steyr. Ich nutze gleich die Möglichkeit noch, einmal mein Livestreaming-Setup zu testen. Schauen, ob das was wird. Könnt ihr dann sehen. Ist ja dann irgendwo gelistet auf dem Kanal unter Live-Videos, wenn es geworden ist. Ansonsten erscheint es nie. Ja, jetzt hängen wir uns mal den kleinen Grubber dran. Und dann geht es auf in die Staubschlacht. Hinterher heißt dann natürlich, die Luftfilter ordentlich ausblasen. Denn der staubt natürlich wie die Hölle. Es ist super feiner Staub. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall heißt es Kabine zulassen. Schwitzen ohne Klima. So, da steht er nun. Also wie gesagt, groß ist er ja nicht. Aber für einen Steyr mehr als ausreichend. Den schneide ich mir jetzt schnell dran. Und dann fahren wir damit drauf. Eine kleine Fläche, die jetzt zum Schluss noch gedroschen hat. Die war immer sehr im Schatten. Hat gedauert, bis die abgetrocknet war. Und da reiße ich jetzt nochmal die Stoppeln rum. Einfach bloß, dass ich auch mal wieder auf dem Bulldog war. Und weil es halt so riesen Spaß macht, darf ich das vom Nachbarn aus. Also nochmal fettes Merci, Anton. Danke dir. So, Anflug auf das kleine Stück. Das ist 0,5 Hektar. Oder so bloß 0,45. Weißt du, was da kommen rauskommt? Nee, da wird es grüner. Aber links ist eine der Heuflächen. Rechts ist gedroschener Acker. Ich finde, der Übergang ist fließend. So, jetzt fahren wir da mal auf das Stückle drauf. Nachdem es heute früh ein bisschen Niederschlag gab, hoffe ich, dass es nicht so sehr staubt. Weil gesund ist es ja nicht. Und dann reißen wir einmal die Stoppeln herum. Jo, da hatte ich einen kleinen Streamversuch mit Anlaufschwierigkeiten. Also bis ich die Technik zum Laufen hatte, hat jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert. Hat dann funktioniert. Jetzt hat die Technik irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und bevor ich den 100.000. Stream nochmal aufmache, wir hatten jetzt eine halbe Stunde mal einen Einblick. Und ich habe dann euch ein paar Tipps gekriegt, sodass es alles da einigermaßen ausschaut. Ich ziehe jetzt noch fertig meine Bahnen und dann geht's heim in den Feierabend, duschen und was essen. Und dann hatte ich wieder Spaß und habe wieder Lektion in Sachen Ackerbau gekriegt. Einwandfrei. Heute mal eine Wetterlage, die wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Also neblig, leichter Nieselregen. Nachts haben wir wohl Niederschlag gehabt. Da schauen wir doch mal schnell auf unserem Messbecher, wie viel das war. Viel war nicht vorher gesagt, 0,1. Aber so wie es ausschaut, ist es etwas mehr. Wir haben 5,5 Liter. 5,5 Liter, das ist doch mal sehr, sehr, sehr schöne Neuigkeiten, sowas zu sehen. Jetzt mache ich mich dran für die Ringraufe, die ich beim Jungvieh unten stehen habe, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Und zwar hat diese Raufe ja solche Bügel. Und diese Bügel sind einem, die ja schon zum Verhängnis geworden. Das ist rein in die Raufe, hat nach hinten ausgeschlagen, hat sich da drin mit dem Fuß verhakt und hat sich den Fuß gebrochen. Das war unser Elvis, den mussten wir erlösen. Um das zu verhindern, schweiße ich jetzt in die Bügel ein Wellenstabgitter ein. 50 Feldlänge und 4 mm stark. Ich lege die jetzt alle mal der Reihe nach auf und produziere jetzt quasi 15 Inlays und hole dann die Raufe hoch und schweiß die entsprechend ein. So verspreche ich mir davon, dass da einfach kein Jungvieh mit dem Kopf durchgeht, dass da keiner einen Fuß durchsteckt, dass da nichts mehr passiert, denn nach den Vorfällen, ist jetzt schon länger her, aber seitdem haben wir es nicht mehr benutzt, möchte ich diese Raufe nicht mehr so im Einsatz wissen und möchte nicht ständig Angst haben drum, dass da irgendwas passiert. So, deswegen jetzt einmal Stift geholt, die Dinge angezeichnet, 15 Stück rausgeschnitten, die ich dann einschweißen kann. Jetzt habe ich mir schnell meinen Prototyp geschweißt. Den Einbügel, den ich da oben habe, den habe ich hier unten rausgetrennt aus der Raufe.
denn da war das Bein vom Elvis drin gefangen. Den musste ich quasi freischneiden, bevor man erlöst hat. Und da habe ich jetzt überpassendes Gitter geschnitten, einmal durchgepunktet. So kann da kein Kopf durch, kein Bein durch, kein gar nichts durch. Das ist die super Sicherheitsraufe dann, aber anders kann ich die Raufe nicht mehr verwenden, denn da hätte ich zu viel Angst, dass sowas Schlimmes nochmal passiert. Jetzt kommt halt ein bisschen Fleißarbeit, jetzt muss ich 15 so Gitter schneiden. Ich habe schon überlegt, ob ich es vielleicht mit dem Bolzenschneider mache, ob das vielleicht einfacher geht, schneller. Na, also nimmt sich wahrscheinlich nichts. Bis jetzt habe ich es mit der Flex gemacht, mit der 1 mm Scheibe. Werde ich 15 so Dinger machen. Und ob ich es heute noch schaffe zum Einschweißen, weiß ich nicht. Denn der Tagesplan füllt sich schon wieder. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken, was der Tag noch so mit sich bringt. Jetzt zeichne ich da erstmal fleißarbeitsmäßig meine ganzen Gitter auf. Schneide sie aus. Ich habe da noch zwei Matten, habe ich gestern geholt. Und dann kann man das dann dementsprechend draufschweißen. Nachdem ich gestern den Bulldog mit dem Grubber stehen habe lassen, weil der natürlich voller Staub war bei der Staubschlacht da oben, haben wir gleich lassen draußen stehen. Ich sah gestern schon ein bisschen nach Regen aus und die 5 Liter haben jetzt eigentlich Übriges getan, sodass ich einfach bloß noch ganz grob mal schnell drüber halten muss, dass der Nachbar sein Werkzeug wieder sauber hat. Den Steier können wir bei der Gelegenheit auch gleich mal einen Staub runterwaschen. Das Gröbste ist ja runden. Feinheiten einfach mal schnell drüber. Und dann hängen wir das Gerät wieder ab und stellen das zurück an den Platz, wo es hingehört. Genau, Mama. So, irgendjemand wollte wissen, wie breit der Grubber ist. Das weiß ich selber nicht. Da schauen wir einfach mal. Denn mit einem Meterstab lässt sich das ganz schnell rausfinden. Oh, Mama. Hey. Nee, ist der vom Anton. Ja? Vom Nachbarn. Anton? Ja. Ja. 2 Meter. 2 Meter? 30. 30. Guck, hier überall Staub da dran. Ich muss jetzt nicht arbeiten. Also der Arbeitsbreite von 2,20 und hinten die Walze ist 2,30, die Nachlaufwalze. Das ist, ja, das ist eigentlich eine schöne Größe. Funktioniert am Steuer perfekt, wie man gesehen hat. Jetzt fahren wir das Ding mal kurz noch sauber machen. Denn wenn man sich was ausdehnen hat, gibt man das sauber wieder zurück. Und dann holen wir unten die Raufe, damit ich die Gitter, die ich vorhin ausgeschnitten habe, nochmal einen Punkt schweißen, einschweißen kann. So, jetzt habe ich die Raufe fertig geschweißt. Ich habe die Kamera natürlich hier im Steuer vergessen. Das sehe ich gleich mal. Ist nichts weiter, ich habe die Gitter genommen und habe die dann unten in die Bügel eingeschmeißt. Also das ist ganz gut. Müsste auch den Zweck erfüllen, wenn es zu flach ist. Und deswegen ist die Augen einfach mal schnell verloren. Jetzt kann ich sie so anhängen. Ich schau mal, dass ich irgendwo ein Seil herkriege und dann muss ich sie unten an die Spieße dranhängen. Das kriegen wir auch hin. So, schnell, unkompliziert, einfach mal schnell ein Spanngurt drüber. Damit kann ich das Ding jetzt transportieren. Der bleibt fest bei der Raufe dabei, kann ich gerne vor Ort. Ich kann mir die versetzen, weil vorher hat man ja gesehen, ob ich was schon in den Bügel einfällen kann. Das ist halt jetzt nicht mehr so, weil ich da das Gitter drin habe und da werde ich wahrscheinlich das Gitter drin fliegen. Bevor ich es kaputt mache, machen wir so, easy, geht auch. Da steht sie jetzt, bis ich das nächste Mal mit dem Schlepper wieder runterfahre. Weil zweimal fahren macht ja keinen Sinn. Ich nehme es einfach mit, wenn ich das Wasser fast fahre.
Jo, dann lade ich gleich mal die Dateien auf den Computer hoch, dass ich die morgen sauber schneiden kann und ihr die wieder pünktlich am Sonntag seht. Heute passiert nicht mehr viel. Es hat inzwischen wieder ein bisschen geregnet. Da bin ich ja ganz dankbar und super froh drum. Schön abgekühlt, schön gleichmäßig. Über einen längeren Zeitraum jetzt, doch eine Stunde. Das war jetzt auch wieder nicht so viel, aber ja, 2,5 Liter ist doch schon mal gleich. Haben wir schon mal 7,5 Liter heute? Das ist mehr als im letzten Monat zusammen. Und dann schnappe ich mir jetzt noch unsere kleine Lotte. Die muss heute noch mal zum Tierarzt. Müssen wir einmal entwurmen. Sie hat ja so eine tolle Hautallergie. Da müssen wir immer so ein bisschen zur Behandlung hinfahren. Alles halb so wild. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Und dann war es am Freitag auch schon wieder. Der Tag, der hat auch bloß 24 Stunden bei uns. Ich sag an der Stelle ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Schaut vielleicht auch mal in die Streams von Hauswelt rein. Die sind alle online in der separaten Playlist. Ich verlinke es hier oben nochmal. Und dann sehen wir uns kommenden Mittwoch. Da ist jetzt endlich Twitch Farming zu Gast, der Jan. Und ich zähle auf euch. Wenn es euch interessiert, schaut vorbei. Ansonsten beim nächsten Vlog in alter Frische. Bis dahin, ihr wisst. Servus und Ati. Und am letzten Video wurde gefragt, Hauer, Hauer, man sieht dich immer nur in grün. Hast du nur das eine T-Shirt? Dann sage ich, ja. Und seid froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Nee, Quatsch. Ich hatte mir das damals eingebildet, dass das alles so uniformmäßig ist. Ich habe mir da einen Zehnerpack bestellt bei dem Versandhandel mit dem Vogel. Und auch die Hosen dazu. Also nicht wundern, die werden regelmäßig gewaschen, sind aber immer von derselben Farbe. Bloß um das mal klarzustellen. Bauerhauer und ich eigentlich ziemlich gut. Self-made man, that's who I am. I'll be following my cow till the day.